Hallo, da bin ich wieder mit einem Kundenbild, mit einem Liebesblick für meine Kundin, die gerne wissen möchte, wie es mit ihrem Herzensmann weitergeht. Sie ist momentan sehr zwiespältig und möchte hier einfach Klarheit haben. Ja, meine Liebe, diese Klarheit möchte ich dir gerne bringen. Ich schaue mir hier jetzt einmal die Gedanken und die Gefühle deines Herzensmanns an. Und hier hat sich dein Herzensmann quasi selbst ins Bild gelegt, nämlich als Rivalen. Du liegst auch hier, das heißt, er denkt sehr viel über euch beide nach. Und es bringt für ihn, oder er denkt hier auch an sehr viel Kummer. Also du kannst, es ist hier zwar keine Gefühlskarte gefallen, aber er denkt wirklich sehr, sehr stark über euch beide und eure Situation nach. Und er denkt auch, dass das Ganze irgendwie so nicht in Ordnung ist, so wie die Situation momentan ist. Und das bringt sowohl ihm auch dir sehr, sehr viel Kummer. Also ihm ist schon bewusst, dass auch du deswegen Kummer hast. Und deswegen schaue ich jetzt gleich mal nach, was zwischen euch steht. Und das liegt hier eindeutig, dass zwischen euch anderweitige Verpflichtungen sind und das steht zwischen euch. Es kann jetzt sein, dass es bei ihm noch jemanden gibt, wo er sich verpflichtet fühlt, also eine andere Beziehung. Ist das aber nicht der Fall, kann es natürlich auch sein, dass er Verpflichtungen hat, was das Elternhaus betrifft oder Finanzen oder Arbeit. Fakt ist aber, dass zwischen euch noch andere Verpflichtungen da sind. Das kann jetzt aber auch sein, dass bei dir jetzt, also dass auch du noch anderweitige Verpflichtungen hast oder dass du dich verpflichtet fühlst und das steht einfach zwischen euch. Und weil hier auch die Beschleunigung und die Wüste liegt und die Wüste bedeutet immer, ist eine sehr negative Karte. Also sie bedeutet, dass man hier einer Fata Morgana hinterherläuft. Und ich denke, das ist in Bezug auf die Verpflichtungen, dass man sich hier etwas einredet oder dass ihr beide irgendwie euren Verpflichtungen, dass ihr euch da etwas einredet, dass die einfach wichtig sind und dass es deswegen eben nicht zu einer Beschleunigung bzw. zu einer Weiterentwicklung zwischen euch kommt. Also da gehe ich wirklich sehr stark davon aus, dass die Verpflichtungen, dass ihr beide hier wirklich auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, zu sehr an den Verpflichtungen hängt, dass ihr euch verpflichtet fühlt in dem jeweiligen sozialen Umfeld, wo ihr seid. Und das ist aber so nicht richtig, weil wir hier, wie gesagt, die Wüste haben. Das heißt, das steht wirklich zwischen euch und das darf eigentlich nicht mehr zwischen euch stehen. Ich schaue mir jetzt an, was du machen kannst, damit es besser wird. Und hier raten dir die Karten eindeutig, dass du dich nicht für eine Affäre mit ihm entscheiden sollst. Wie ich darauf komme, sage ich dir gleich. Auf jeden Fall liegt es hier da, dass hier sehr viel Oberflächlichkeit vorherrscht. Dass vielleicht er nur das Interesse hat, eine Affäre mit dir zu leben, aber die Anziehungskraft ist auf jeden Fall da. Aber das Problem ist eben, er möchte wahrscheinlich nur eine Affäre, also dass er sich damit hier wirklich zufrieden gibt. Und hier liegt auch die Entscheidung. Das heißt, du sollst dich dafür entscheiden, ob du diese Oberflächlichkeit möchtest, diese Affäre nur möchtest. Oder ob du mehr von ihm willst. Also Fakt ist, von deiner Seite aus ist eine Entscheidung notwendig, damit es in die richtige Richtung gehen kann. Also hier raten dir die Karten wirklich, dass du diejenige sein musst, die hier eine Entscheidung trifft. Ob die Entscheidung jetzt für die Affäre ist oder nicht, das musst du wissen. Aber es schaut hier aus, wie wenn er sich wirklich hier nur mit einer Affäre zufrieden gibt, weil er sich einfach nicht seiner Gefühle einstehen möchte. Und da liegt es wirklich klar an dir, wie du dich entscheidest. Schauen wir uns die nächsten 3 bis 6 Monate an. Und das ist hier wirklich eindeutig. Es wird hier ein Stück weit die Eifersucht ein Thema sein, aber es
wird hier auch um die wahre Liebe gehen, um die Leidenschaft gehen. Das heißt, das Ganze wird sich drehen. Also momentan gibt es sich wirklich nur mit einer Affäre zufrieden. Aber es wird dann wirklich in den nächsten 3 bis 6 Monaten zu Situationen kommen, wo es für euch beide um Eifersucht gehen kann. Das kann es für ihn, aber auch für dich bedeuten, die Eifersucht. Wenn es sie für ihn bedeutet, was ich wirklich hier sehr stark davon ausgehe, dass er auch dann wirklich eifersüchtig sein wird, wird man sich dann hier wirklich eingestehen, auch innerlich eingestehen, und man wird es dann auch wahrhaben wollen, dass es hier wirklich die wahre Liebe ist. Eine wahre Liebe, wo auch wirklich eine enorme Anziehungskraft und eine enorme Leidenschaft vorherrscht. Aber bevor das passiert, wird es hier wirklich zu Eifersuchtssituationen kommen. Also schaut schon mal nicht schlecht aus, und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, nicht für die Affäre entscheiden. Das wäre nicht gut, denn damit würde er nicht in die Entscheidung kommen, diese Liebe auch sich einzugestehen, denn für ihn passt das ja dann, die Affäre. Und deswegen habe ich gesagt, nur die Entscheidung musst, wie gesagt, du treffen. Aber mein Tipp ist hier wirklich, sich nicht auf die Affäre einzulassen, weil es eben so weit kommen muss, dass er sich diese Liebe eingesteht. Und das wird er auch in den nächsten 3 bis 6 Monaten, weil es, wie gesagt, zu Eifersuchtssituationen kommen wird. Und da wird er dann auch wirklich merken, dass da viel mehr ist, weil sonst wäre er ja nicht eifersüchtig. Schauen wir uns dann die nächsten 12 Monate an. Und da sieht man schon den Neuanfang. Also es wird zu einem Neuanfang kommen. Es wird auch eine Beziehungsarbeit getätigt. Aber die Beziehungsarbeit ist nicht die feste Beziehung. Man wird an dieser momentanen Beziehung, in der ihr euch befindet, werdet ihr arbeiten. Das wird auch noch in diesem Herbst passieren. Aber im Frühling sehe ich hier schon die Lügen. Das heißt, es wird zu Lügen kommen, es wird zu Verstrickungen kommen. Das ist aber hier wirklich eine karmische Lernaufgabe. Also diese Situation, die dann auf dich zukommen wird, ist eine karmische Lernaufgabe. Karmisch ist aber auch, dass hier ein neuer Mann in dein Leben kommen wird. Und da haben wir dann eben, wie gesagt, die Eifersuchtsgeschichten, die dann passieren werden. Also wie gesagt, es wird in der nächsten Zeit einen Neuanfang geben, im Herbst schon, aber im Frühling, wie gesagt, sind schicksalhaft die Verwicklungen, die Lügen zum Teil auch, und wie gesagt, auch ein neuer Mann. Im Endeffekt wird es so sein, dass du sehr aktiv sein wirst. Du wirst hier ihm gegenüber auch eine Einladung aussprechen, du wirst dich mit ihm treffen wollen, du wirst ihm das vermitteln wollen, aber hier liegt auch die Rivalin. Das kann jetzt sein, dass es bei ihm, wie gesagt, noch jemand anderen gibt, der einfach ein Grund ist, warum diese Einladung vielleicht auch nicht angenommen wird. Oder aber, wenn er dann niemanden hat, bist du in dem Fall die Rivalin, weil die Rivalin immer jemand ist, mit dem keine Beziehung so schnell möglich ist. Das heißt, du wirst aktiv werden, wirst ihm eine Einladung aussprechen, aber trotzdem wird eine Beziehung so schnell nicht möglich sein. Es wird in Richtung Beziehungsarbeit gehen, ja, aber davor, wie gesagt, die schicksalhaften Lernaufgaben auch, was diesen neuen Mann betrifft. Es kann aber auch sein, dass du dem neuen Mann gegenüber eine Einladung aussprichst, dass du auch da sehr aktiv sein wirst. Aber auch mit dem neuen Mann wirst du nicht in eine Beziehung gehen. Das heißt, es kann aber auch sein, dass es gar kein neuer Mann ist, dass kein neuer Mann auf dich zukommt, sondern ein Mann ist, der jetzt in deinem Leben ist, wo es hier auch karmische Lernaufgaben geben wird. Auf jeden Fall sehe ich hier wirklich noch keine Beziehung mit deinem Herzensmann. Es geht zwar richtig gut voran, es werden auch wieder Lernaufgaben auf dich zukommen, auch was diesen neuen Mann, unter Anführungszeichen einen aktuellen Mann, wenn es da jemanden gibt in deinem Leben, betrifft. Also da gibt es dann die schicksalhaften Lernaufgaben. Aber wie gesagt,
für eine Beziehung mit deinem Herzensmann ist es einfach noch zu früh. Das liegt hier auch nicht, das liegt hier nicht die feste Beziehung, sondern nur die Beziehungsarbeit, ist aber schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und sei dir sicher, dass auch von seiner Seite aus Gefühle da sind. Wir haben die wahre Liebe liegen und wir haben die Anziehung liegen und es liegt jetzt an dir, für dich die richtige Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!